Achtung Leute, auf gar keinen Fall nachmachen. Sven hier ist richtiger Profi im Strommastklettern, aber so einfach wie das aussieht, ist es gar nicht. Denn man braucht eine Menge Mut und die richtigen Sicherheitsvorkehrungen. Was ich für die Arbeit brauche, ist auf jeden Fall mein Gurt, meine Hose, meine Jacke, die Arbeitsschutzschuhe, Helm, mit Visier manchmal. Matthias, was sind die wichtigsten Sicherheitsregeln, die jeder kennen muss, bevor er auf den Mast steigt? Ist erstmal die persönliche Eignung wichtig. Sprich, ich muss physisch dazu in der Lage sein. Ich muss mich an dem Tag auch in der Lage fühlen, diese Arbeiten auszuführen. Dann gibt es die sogenannte Gefährdungsbeurteilung, die ich vorher ablegen muss. Das Umfeld muss ich beachten, Sicherung des Umfeldes und natürlich die jeweilige Anweisung, die ich dort zu erfüllen habe, um die jeweilige Tätigkeit auszuführen. Ein Mitarbeiter, der auf alle Fälle noch mit dabei ist, mich sichert und unterstützt. Jan, wie sorgt die Midnetz Strom dafür, dass alle MitarbeiterInnen ständig auf dem neuesten Stand der Sicherheitsvorschriften sind? Alle Mitarbeiter der Midnetz werden regelmäßig geschult und unterwiesen zum Arbeitsschutz. Und besonders die Kollegen, die wir heute hier haben im gewerblichen Bereich, die werden monatlich zu den Sicherheitsvorschriften eingewiesen. So ein Job in schwindelerregender Höhe erfordert nicht nur Mut, sondern auch das Wissen, dass man sich auf das ganze Team und die Sicherheitsmaßnahmen verlassen kann.